Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Jimmy and the Pulsating Mars. Ach, liebes. Husten und schon wieder vergessen drücken zu wollen. Ich bin so ein Freund der Bay. So, sind wir wieder. Oh Gott, ins Menü gegangen, falls hier irgendwas passieren sollte. Ja, das ist mal mehr hier den Path of Alignment weiter gemacht. Also überhaupt gemacht und haben die diese Symmetrical Cavern, wie das Ding hieß, fertig gemacht. Und jetzt würde ich mal sagen, geht hier weiter. Ich weiß bloß, ich gesagt, nicht mal so ganz genau, wo es weiterging, muss ich zugeben. Irgendwie ist das Spiel auf meinen Ohren gerade echt ein bisschen sehr laut, aber nur gut. Schon das wieder war ja gegen physische Angriffe hin, ne? Also übrigens diese Winterschaden gerade, die waren schon relativ krass, Freunde, Andrew, ne? Ich habe allerdings Screenshots gesehen auf Steam, wo die Leute teilweise zweistelligen Schaden gemacht haben mit Jimmy. Also den kannst du ja anscheinend später raus und auch mit den Imaginations und diversen Ausrüstungsgegenständen. Das ist halt schon ziemlich krass. Warum kämpfe ich eigentlich gegen die eigentlich? Egal. Und tschüss. So. Welcher Level ist der jetzt? 21. Dann leveln wir. Würde ich sagen, erstmal den Crumble Bear. Gehen Sie nochmal weiter. Ach, hier. Ich nähe mich. Ich weiß immer instinktiv trotzdem auf Enter. So. Auch noch ein Level, dann ist er auch hoch genug. So. Oh, hier haben wir eine Toastbox. Love. Und Parabolic Smile. Das ist die Musik, die lass mich raten, ne? Die Musik der Place in the Path of Enlightenment. Ja. Gut. Nee, lass mal. Oh, hier ist eine Schriftrolle von Tanaka. Hey, enough for squall, enough for tape. The Journey of a Nameless Monk, Chapter 5. Okay, this looks like the right way. My legs are pretty tired. I guess I wasn't a mountain climber in my past life. I crossed that off the list.
I have an actual list, you know? It's really long. Here are some other things I wasn't. Professional chef, acrobat, long distance swimmer, short distance swimmer, math teacher, cat owner. I have to say I don't feel very enlightened after making down the path of enlightenment. I mainly just feel tired and hungry. Whatever. My journey still has a long way to go. But in what if I'm using my squatting? I'm going to be honest here. I've been kind of putting off moving on because I can't think of a good haiku. I've got a sort of work in progress thing here, but it's not really cutting the mustard. Well, I feel like I have established a pattern here and now I have backed myself into a corner, so I'm going to just put down what I've got so far. I just really need to move on. Just keep in mind that it's a work in progress and don't judge me too hard. Okay, here I go. Gentle mountain stream. A garage is a doghouse for your car. Naja, wo er recht hat, hat er recht. Something. Haiku. Oh Gott. Das finde ich halt wesentlich witziger, ehrlich gesagt, als diese komischen Fun-Games von 2001, die wir gerade auch noch spielen. Hier muss ich uns lachen, da nicht. Nein, gib mir nur mich um. Oh, wir haben hier Blumenpower. Glaube ich. Ja, Tatsache. Was zum Henker bist du denn bitte? Ihr sagt bloß von dir kommen diese ganzen Hände, die ganze Zeit überall rumstehen, oder was? Point Man. Oh. Oh dear. I didn't expect you here, sir. I'm trying my hardest. Really going for it. Busy, busy, busy as a bee, as they say. I'm sure you got the quarterly reports. Mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein, Alter, ich stolpe gerade nur über meinen Zunge. It's up 20%. What's that? You are not my boss. You. I can finally relax. I haven't seen my boss in forever. I thought maybe he had forgotten about me. Then I saw you and, well, I panicked. I'm not very good with people. I think it's because I don't see them that often. I'm just so busy, you see. They also tend to scream at the sight of me. My name is Point Man. I'm in the pointing business. I enjoy what I do. There's nothing like pointing people in the right direction. You are the first visitor I have had in some time. Actually, you are the first person that's ever visited me here. One of the drawbacks to living in a hole in the ground, I suppose. I don't get out much either. I guess I'm not really a people person, so that's okay with me. I've got so much work to do, and whenever I get hungry, I just grab a rabbit or small shite. Ah, das ist witzig. Aber so wie du nehmen sollst, dass er Kinder frisst. Oh mein Gott. Einmal, wenn ich hungrig bin, dann schnapp ich mir einfach ein Häschen oder ein kleines Kind mit einem meiner Arme. Okay, das ist wirklich witzig. Oh, I've got it all right here. I would like to see things outside of the old cave sometimes, but I'm too big now. You seem like you have been lots of interesting places. Would you like to tell me some stories? Ja, warum nicht? Oh, good.
I'm all ears. Well, mostly arms, but I've got more ears than you would expect too. Fascinating. That bear sounds utterly terrifying. It's a good thing he didn't eat you, or else I wouldn't have been able to hear such an interesting story. Und das ändert sich wahrscheinlich auch, nachdem welche Gestalt wir gerade haben. I'll tell you what. Just for you, I'll help you get something meat. Normally, my arms are just for pointing, but they can do other stuff like grabbing. Well, they can do anything arms can do, I guess. You might have noticed something unreachable somewhere on this mountain. I let you climb one of my arms, so go check it out. By the way, I'm interested in hearing more of your stories. There are some places I can't reach, you know, and I have always wondered what's there. My boss once told me there's a cave somewhere filled with creatures similar to me. Creatures with lots of legs. I would love to hear all about them. Hast du Spinnen oder was? Anyway, I've got to get back to work. The way forward won't point for itself, you know? Okay. Was soll ich, wenn ich eine andere Gestalt habe? Wenn ich immer rede. Nee, okay, alles klar. Okay, das ist. Also es ist schon interessant, ne? Manchmal kriegt mir das Spiel eigentlich, also das ist ein bisschen nicht besseres Spiel als die anderen Sachen. Und hier geht es wahrscheinlich noch raus, ne? So, glatt, irgendwo war hier irgendwas, das wir nicht erreichen konnten. Das war noch mal gewesen, wenn ich das noch wüsste. Hier! Ah, das ist okay. Jetzt haben wir die Glühbirne. Guck, wir haben es ja gerade. Ich bin, glaube ich, levelig genug. So. Jetzt helfen wir mal eben. Oh, wir mussten, glaube ich, noch zu einem anderen Tempel oder so, ne? Wenn ich mich da alles täuscht. Ah, hier ist auf jeden Fall das Clubhaus. Das ist gut. Weil ich wollte eben mal heilen gehen. So. Und wir haben ja theoretisch noch neue Sets, aber ich glaube, wir haben die noch nicht vollständig. Dementsprechend lassen wir die Boni mal. Ich glaube, wir kriegen auch die momentan. Bis zum Defense, bis zum Attack. Okay. Ja, lassen wir erstmal so. So. Ich überlege gerade. Level 33 auf leicht, ne? Ich weiß bloß nicht, ich überlege gerade, ob wir den Nightmare Dungeon da den ersten Mal machen könnten. Ich weiß bloß gerade nicht. Können wir mit der Rotting und Jack O'Lantern da irgendwie durch? Hatte ich das schon ausprobiert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das, glaube ich, auch alle, fast alle freigeschaltet. Auf Lore. So, und zwar. War das ja hier, ne? Im Giant Garden. Nein, zumindest. Jetzt können uns eh nichts mehr jetzt. Also. So, wohl zu viel quasi mal. Ich hab's schon wieder vergessen, weil ich schon ewig lang nicht mehr hier war. Ja, ich laufe jedes Mal wieder hin. Nein! Och, Alter. Nein. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, ich selber soll mir nicht auf den Sack gehen. Die war schon da. Ja. Wo kommen wir denn hier raus? Nein, geh weg. Nein, geh doch mal weg. Verdammt. Du für eine nächste Frage. Nimm doch mal nicht auf den Senkel. So,
Du kannst dich jetzt nicht gegen so schwache... Ach, hier war das doch. Gegen so schwache Viecher kämpfen. Das war doch hier, ne? Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Geist das eventuell... Ich weiß nicht, ob ich das schon ausprobiert hatte, ehrlich gesagt. Ob wir da jetzt durch können, indem wir das wegbrennen quasi. Also es würde für mich logisch Sinn ergeben. Ha! Tatsache! Ha! Okay. Jetzt wird's interessant. Ich kenne den Boss ja schon von dem Gebiet von Steam und so. Also ich weiß, wie der aussieht. Aber ich kenne den Dungeon noch nicht. Großartig. In dem Fall ist hier doch mal die Nightmare-Spinnen unterwegs. Oh Gott. Ja, super. Oh. Oh Gott, was haben wir denn hier? Viecher jetzt? Dampfing. Aha. Auch Damage und ich mache kaum Schaden. Gesse Biter. Okay. Unable to escape. Super. Danke. Nee, die machen mir noch ein bisschen zu viel Schaden. Tschüssikowski. Warte mal, es gab doch, wir haben doch ein Item, wo wir die MT-Pass. Genau. So, okay. Dann lassen wir mal bleiben, meine Freunde. Das war Item, die haben die Hälfte HP abgezogen, ey. Heilige Scheiße. Nee, brauche ich ja gar nicht. Ich brauche nur zum Club rauszulaufen. Und da kommen wir bestimmt auch noch hin mit der und oben auch noch irgendwann. Weil ich glaube, wir kriegen ja irgendwann dieses Luftschiff, wo wir da auch schon mal drauf waren. Ich meine, ist es nichts großartig Spoiler oder so, weil in jedem DRPG kriegst du irgendwann eine Art von Luftschiff oder irgend so eine Art, ne, wo du überall hin kannst, theoretisch. So, das war Secret Meridian, glaube ich, ne? Meine ich zumindest. Ja, genau. So. Oh Mann, also das war mir jetzt noch ein bisschen zu viel Schaden. Ich glaube, ich bin noch zu schwach. Dann wahrscheinlich muss ich auch noch ein bisschen Imagination Smile leveln. Durchgängig. So. Hier unten hin muss ich wahrscheinlich, ne? Was ist das? Calm Valley. Okay. Mhm. Oh, what a quaint little town. This is Calm Valley. I spent all of my time in Sacred Lantern, but the people there said that this used to be a tourist destination. You have to check it out. It's been such a long time since we have had a vacation. I don't know. We've got very important business to attend to. But Huckback. Also diese großen Namen, die der sich ausgedacht hat, das ist, ey, die habe ich noch nie mit ihm gehört. Hackbacke. So was wie ein Umarmungskäferchen oder so. Keine Ahnung, was das heißt, so auf Deutsch. Das ist eine, ein Wortspiel, das nicht übersetzen kann. I suppose things have been rather tense lately. I wouldn't want to be a Frumble Tank. Ist das so ein Spaßverderber? Our family could use some time to relax. Well, what are you waiting for? Let's go. Well, I guess I'm going to hang out somewhere. Ist mir gerade der. Oh, er läuft sogar tatsächlich mal ein bisschen mehr als ein paar Schritte und setzt sich dann hier einfach nur hin. Ich hätte es erwartet, dass sich da hier irgendwie so hinpflanzt oder so. Von daher, da kann ich nicht hin. Laurentin. Are you Manny's friend? I'm her kid sister. She told me all about her adventures. Is it true that there are fish in the ocean that are bigger than me? Could they swallow me in one gulp? One time I had a fish. It was just a baby and I taught it how to swim. I picked it up really